Recht herzlich willkommen zur 150. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, der Drallo hatte mir geschrieben, ne? Und der Mordrak auch. Und ich habe hier das Care ausgemacht, deswegen konnte ich nicht sehen, was da Sache war. Da muss ich jetzt mal gerade nochmal was checken. Weil ich habe jetzt gerade nicht gelesen, was die beiden mir noch vorgeschlagen haben. Und da muss ich jetzt noch gerade was dran erarbeiten. Das schauen wir doch mal, dass wir das gerade noch hinkriegen. Dafür muss ich mir aber gerade die Sache rüberholen, dass ich lesen kann, worum es hier geht. So, jetzt habe ich das getan und da haben wir der Drallo. Übergang große Nosecone, kleine Batterie, große S Junior erzeugt zu viel Luftwiderstand. Besser einen Adapter benutzen und obendrauf den kleinen Fallschirm. Ein Adapter. Okay. Also Nosecone weg, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier ein Adapter hin. Dann brauchen wir einen Adapter. Wo gab's denn hier? Ist das der? Nein, der ist es nicht. Ist es der? Ja, der ist es. Dann die Batterie drauf. Und dann einen Fallschirm nochmal drauf. Okay, dann machen wir das gerade. Den Fallschirm. Wo waren die Dinger denn jetzt hier? Ja, läuft, ne? Nee. Da ist der Fallschirm. Und den da drauf. Gut. Dann sollte das passend sein. Dann müssen wir natürlich hier die Dingens nachher noch alle anpassen, aber das kriegen wir auch noch hin, ne? Der Fallschirm, auch sogar passend drin, ne? Das ist aber noch in der neuen Stage hier reinzumachen, ne? So, das haben wir. Monoprop kann raus. Hab ich jetzt das Richtige? Im Kaputt? Ja. Machen wir raus. Gut, das haben wir auch erledigt. Ablator 80 reicht. Wer ist jetzt Ablator? Keine Ahnung. Der Motor. Müssten wir gerade einmal gucken, dann wissen wir das. Ablator 80 reicht, sagt er. Wo ist er denn jetzt? Ist das ein Motor, den er meint? Gute Frage, ne? Wenn, dann wäre es hier oben irgendwo. Da ist das Triebwerk, wenn. Das ist ein Liquid Engine. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Solid Fuel. Wie hieß das Ding? Ablator 80 reicht. Ablator reicht sich. Wo ist das Teil, was der Drallo jetzt meint? Hammer. Gut, egal. Machen wir weiter. Oberstufe noch einen größeren Tank, also der hier ist nicht passend. Dann muss man einen Tank haben. Der ist nicht dick genug, ne, genau. Ist das der? Ja, der ist das. Wir hoffen, dass das dann reicht. Und so. Die S 2100. Im Vakuum 3000. Das ist also noch ein bisschen knapp. Oder? 2. Die Unterstufe ist da unten. Die braucht 2000. Die hat 2100. Das passt. Die Oberstufe hat im Vakuum, das, achso, warte mal, wir müssen das umdrehen, okay. Das ist knapp drunter.
Ich glaube, da kommen wir mal mit hin. Die Oberstufe im Vakuum, also machen wir das ja aus, dann ist es 2,7. Ich glaube, wir sind gerade in der Erde, das müssen wir auch noch korrigieren. Gut, das bedeutet, den machen wir da weg, den machen wir dahin. So, jetzt haben wir... Ja, 3, das ist dann ziemlich viel, ne? Ne, das war passend, genau, 3200, das passt. Und Unterstufe brauchen noch ein bisschen mehr. Da können wir ja noch eine... Klein bisschen höher. Okay, das war jetzt zu hoch, ist aber auch egal erstmal. Oberstufe passt, Unterstufe jetzt noch Atmosphäre. Ein bisschen mehr da rein. Die Frage, ob das so funktionieren würde. Das war der, ne? 2000. Wir müssen wieder höher. Noch ein bisschen höher. Gut. Haben wir's? Nein, haben wir's noch nicht. Jetzt ist aber gut, oder? Ja, jetzt schwebt sie. Gut, jetzt haben wir die 2020. Die andere in der Atmosphäre sind 3000. Ist genug, sagt der Dralo. Gut, dann haben wir das. Ja, andere gegen Antenne gegenüber vom Gu. Okay. Das wäre jetzt hier so. Und der Gu. Ah, der Gu sitzt natürlich da. Antenne gegenüber vom Gu. Ah, kommt schon so ungefähr hin, sag ich mal, ne? Ist ein bisschen daneben, aber... Geht, oder? Ach, jetzt haben wir den nicht auf 3 gemacht, super. Da nochmal einrasten, oder? Die Solarzelle geht, die geht. Geht alles. Das war unser schönes Schild, aber das können wir auch noch gerade so machen, dass wir das ein bisschen runterrücken, oder? Passt. Läuft. Das haben wir auch. Ja, das mit der Dingenzimmer, warte mal, das machen wir jetzt erstmal hier in Safe raus. Das haben wir alles korrigiert. Ich glaube, das wäre so richtig. Vielleicht brauchen wir hier noch so ein Dingens, damit die uns nicht umfällt. Macht vielleicht Sinn. Wo ist denn der Schwerpunkt? Ne, da ist es. Also da. Passt. Den aus, den aus. Sollte funktionieren. Das haben wir dann alles. Wer sitzt drin, ist die Frage. Wir müssen 3, ne, wir wollen mal retten, 2 oder 3, weiß ich jetzt gar nicht. Dann nehmen wir erstmal gerade alle raus und dann überlegen wir, wen wir reinnehmen. Wir machen mal hier den Nalster, der hat noch gar keine Sterne und sowas, der könnte mal erstmal ein paar Punkte sammeln. Und das können wir hier auch machen, denke ich mal, ne? Der fliegt dahin. Was ist das hier für ein Symbol? Bob Kerman Scientist, okay. Warum ist das orange und bei den anderen nicht? Ach so, das ist ein klein bisschen auch unterschiedlich. Nee, das ist ein Scientist und das auch. Naja, okay, das können wir erstmal so lassen. Dann... haben wir das erledigt. Wir sind soweit so gut, glaube ich, unterwegs. Kraft und sowas haben wir richtig ausgependelt. Science wollten wir dann noch haben. Warte, das müssen wir nochmal speichern. Wir gehen nochmal zurück und gucken nochmal nach dem Science. Das war hier. Da hatte der Dralo gesagt, die große Fallschirm ist ein Drogushoot oder eine Drogushoot. Welche Taste war es? Die linke, okay.
Na, das war der Greifer. Das war jetzt auch nichts Wichtiges sozusagen. Hier, das ist er wahrscheinlich, ne? Ja. Oder wir sparen auf 300 Punkte, schreibt der Dralo. Und dann kriegen wir eine Engine. Die Nerv Engine, ist die das? Ja, genau die. Gut, wir haben jetzt 200, 100. Ich glaube, wir sparen da mal ein bisschen und machen dann, dass wir diese Engine kriegen. Das sollte unser Ziel dann sein, ne? Denke ich mal. Gut, okay. Haben wir soweit. Und was machen wir dann? Dann jagen wir das Ding auf die Startrampe, oder? Sieht doch gut aus, oder? Staging fehlt noch. Das ist gut. Der darüber. Das ist dann gut. Da kann der mit rein. Also die beiden. Dann das. Und die sind zusammen. Ich glaube, dann ist das schon passend. Save das mal. Ja, und dann geht's. Können wir mal gucken, aber das müsste ja noch passen. Ja, und dann gehen wir auf die Startrampe. Und dann gucken wir, dass das Ding nicht umfällt. Das macht's schon mal nicht. SAS an. Hab ich alles. Wir werden sehen, ne, oder? Würde ich jetzt mal sagen, 3. Ach, warte mal. Mir fehlt wahrscheinlich noch hier. Das Dingens habe ich nicht passend runtergestellt, wahrscheinlich, ne, oder? Wird das jetzt hier gar nicht angezeigt, ne? Gut, dann gehen wir nochmal besser zurück. Das war jetzt nicht richtig. Da fehlt mir jetzt noch die 1,5. Kriegen wir das jetzt hin? Space Center. Jetzt steht die da schon, ne? Recover. Nochmal da rein. Hier haben wir da ja noch drinne. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir das Triebwerk ein bisschen runterschrauben noch, ne? Das hatten wir nicht kontrolliert. Aber das ist uns noch aufgefallen. So, können wir es lassen. Dann passt das auch. Save. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob das richtig ist. Ja, ist es. Dann jetzt launchen. Gut, dann sind wir jetzt richtig unterwegs, glaube ich, ne, oder? Gut, 3, 2, Start verschoben, 30 Sekunden. So, nochmal, 3, 2, go. So, sieht doch gut aus, oder? Kommen wir hin. Atmosphäre, das ist neu, oder? Kenne ich noch gar nicht. Nee, sah anders aus, ne? Auf jeden Fall. Naja. Läuft auf jeden Fall gut. Ruhiger Flug. Kurz hier richtig schwenken. So sieht es doch ganz gut aus. Wir können aber definitiv noch weiter rum. Das war zu schnell rüber. 30.000. Weiter rum. So, da geht er ab. Dann machen wir jetzt waagerecht.
Und. Oh. Den weg. Und den Orbit hinkriegen jetzt. Ja, werden wir hinkriegen, ne? Wer weiß, wo die jetzt alle rumschmieren. Könnte der sein, weiß ich nicht. Gibby's Craft. Henry's Craft. Und da haben wir Martha's Craft. Aber Martha's Craft ist, glaube ich, schon leer, ne? Gut, kriegen wir aber hin, denke ich. Oh. Das läuft gerade ein bisschen schlecht. Nee, das müssen wir jetzt. Gucken, dass wir das hinkriegen, ne? 87 läuft da, okay, das ist schon mal ganz schlecht. Machen wir so. Und wie kriegen wir das jetzt gesteuert? Gar nicht wahrscheinlich, ne? Müssen wir nachher korrigieren. Oder kriegen wir das jetzt noch? Aber das ist jetzt hier, wir müssen da das nachher da korrigieren. Also bringt uns das jetzt auch gerade nicht weiter, ne? Lassen wir das erstmal so. Die Korrektur kriegen wir nachher auch noch hin, ne? Oh, das haut uns jetzt ab von der Thematik. Aber ist schon okay. Zack, aus. Das bringt so nichts. Wir sind ja viel zu weit hier raus gleich. Sup. Oh, ab hier. Und dann da wieder Stoff geben, ne? Ausrichten. Haben wir kein Ding eingebaut, oder was? Ach nee, der hat ja keinen Stern. Na, den muss er sich halt erarbeiten, ne? Aber das ist ja auch gut so. So. Und Schub. Jetzt kriegen wir da hinten den auch hin. Dann passt das erstmal. Da ist er. Und stopp. Das soll erstmal reichen. Orbit steht. Müsste nur noch ein bisschen ausgeglichen werden. Kriegen wir aber hin. Ja, jetzt müssen wir vielleicht erstmal gucken, wen müssen wir denn retten? Ani und Winfield oder so ähnlich. Ani fliegt darum. Ani haben wir schon. Gibi, Rescue. Wo ist Winfried? Da ist Winfried. Die fliegen also beide da lang. Ja, da müssen wir dann gucken, dass wir das dann nächstes Mal in Angriff nehmen und dass wir das hinkriegen. Sollte aber nicht so schwierig sein. Hier sind wir schon ein bisschen zu groß. Aber das ist alles kein Ding, das machen wir dann. Ja. Die fliegen ja alle immer schön gleichmäßig herum, ne, wie man sieht. So, da mal. Add Manöver. Und das war dieser. Nö, andersrum. So, schön passend. Das wir. Ja. So, gut. Dann einmal ausrichten. Da kommt er schon. Da so ein bisschen hin. Zack. Da müssen wir dann ein bisschen brennen und dann geht er schon. Okay, dann. Das wollte ich nicht anklicken. Ab hier. Oder wir müssten eigentlich. Ja, naja, so, ja. Der ist noch ganz gut dabei, der Punkt da unten.
Klein bisschen nach rechts vielleicht. Ab hier und dann Korrektur. Okay. Läuft. Okay. Und Swap sollte reichen. Ist jetzt zwar nicht 100% identisch, aber das werden wir dann schon nachher noch anpassen, ne? Das weg. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Herrschaften sind. Arni da hinten, Winfried da. Auf jeden Fall haben wir die beiden auf der richtigen Richtung schon mal. Das ist schon mal was, oder? Ja, einfangen machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.